Ja, herzlich willkommen zu Bonn Live, einem ganz neuen Format hier aus Bonn. Ich bin selber seit über 20 Jahren Bonner und mich hat es hierhin verschlagen, weil man sieht es, glaube ich, hier auf dem Balkon, es total schön hier ist. Und wo ich schon mal in Bonn war, habe ich mir überlegt, sollte man sich auch einem Komponisten widmen, der hier geboren wurde, nämlich Ludwig van Beethoven, der zufälligerweise dieses Jahr 250. Geburtstag feiert. Gerne hätten wir im Trio das auch mit mehr Leuten gemacht, aber jetzt sind ja viele Leute da in der Kamera. Also insofern machen wir den Not zur Tugend und freuen uns auf die Einladung, hier zu spielen bei Bechtle in Bonn, in Pennefeld. Und natürlich vielen Dank für die Einladung von Bonn Live. Und wir werden Beethoven verjazzen. Warum machen wir das? Beethoven selber ist hier aus Bonn weggegangen, dummerweise eigentlich, aber Wien war damals das New York der damaligen Zeit, ganz wichtig. Also wer was auf sich hielt, geht ja heute nach New York oder London. Damals war es halt wirklich Wien, der Nabel der Welt, der Musikgeschichte. Mozart war da ja schon und Haydn, bei dem Beethoven Unterricht genommen hat. Insofern war das ein Muss, nach Wien zu gehen. Und muss sich vorstellen, wenn man da jetzt so ankommt als Pianist, man wartet nicht auf die anderen Pianisten. Es gab ungefähr 700 Pianisten, wahrscheinlich mehr oder weniger recht und schlecht, aber es war viel Konkurrenz da. Beethoven hatte auch noch nicht so viel Komposition im Gepäck. Also was macht man? Man setzt sich erstmal ans Klavier und versucht Aufmerksamkeit zu erregen. Beethoven hat das wunderbar geschafft, er hat nämlich erstmal fantasiert. Also er hat jetzt, was wir auch eben gemacht haben, improvisiert, hat einfach im Augenblick sich an Flügel gesetzt, gespielt, wie der Teufel, so ein Zeitzeuge sagte. Also er war wirklich eine gnadenlos gute Technik. Er hat aber auch, das war so sein Typ, es war nicht die feine Wiener Art, so wie das Wiener Gebäck und wie Mozart, noch alles sehr dezent, sondern Beethoven hat es richtig krachen lassen. Und so zu meinen Überlegen, wie kann man das richtig krachen lassen? Ich habe dann so verschiedene Sounds hier programmiert und eigentlich richtig krachen lassen ist bei Jazz wenig der Fall. Also bei Rockmusik, Rammstein oder AC/DC. Ich habe hier einen Sound. Den werde ich auch gleich anspielen. Und wenn ich den jetzt spiele, weiß jeder, was gemeint ist. Einfach C-Moll, Lieblingstonart von Beethoven. Ja, und das ist natürlich richtig Rockmusik. Die heutige Klassikwelt kann da noch nicht so viel mit anfangen. Ich sage mal noch nicht, sondern ich und meine kleinen Mitstreiter stehen dafür bereit, der Nachwelt und der großen Welt da draußen auf den Monitoren Beethoven und Rockmusik und Jazz näher zu bringen. Und mit mir macht das kongenial, ohne die könnte ich das gar nicht so gut. Am Bass ist erst jetzt am Kontrabass, später auch am E-Bass, ist Fritz Roppel aus Köln. Vielen Dank für den großen Applaus an den Monitoren. Ich höre es schon quasi krachen. Und aus Holland direkt zugeschaltet, das war früher, das kennt man vielleicht noch, so die Live-Übertragung damals, war, glaube ich, Österreich, Schweiz und die Benelux-Länder. Hier aus Holland zugeschaltet, aus seinem Balkon, aus Arnheim, Wim de Vries am Schlagzeug. Man sieht es gar nicht, er spielt gar nicht bei uns richtig mit, sondern er ist quasi als Monitor gerade vorhanden. Das ist durch die großartige Bonn Live-Technik möglich. Also er ist quasi gerade vor seinem Haus und sieht lustigerweise genauso aus wie das Siebengebirge in Arnheim. Das weiß man, wenn man schon mal in Arnheim war. Ich verquatsche mich, wir wollen lieber ein bisschen Musik machen. Wichtig, so als nächstes, vielleicht machen wir eigentlich die Originale, die wichtigen Sachen, frühstücken wir mal ab. Und zwar jeder, der Beethoven nur einigermaßen kennt, hat dieses schon mal gehört. Wurde auch schon viel arrangiert, so in den 70er Jahren, in so einem Disco-Arrangement. Ich habe mir überlegt, Beethoven hat immer sehr viel Humor gehabt. Die 5. Symphonie in 5 Tönen zu packen, hätte ihm bestimmt gefallen. Für die Musik Laien. Ich habe den obersten Ton immer so versteckt. Vielleicht kann die Kamera mal gerade so nah dran fahren. Ich mache mal das Kabel. Also ich habe 5 Töne. Beziehungsweise, Moment, ich muss das mal gerade anders machen.
So, dann sind genau 4 Töne von mir und der 5. von Beethoven. Das heißt, für die GEMA, ich habe quasi 4/5 GEMA-Anteil und Beethoven, wenn er denn leben würde, 1/5. Da er aber nicht mehr lebt, gehören mir die ganzen 5/5. Ein, glaube ich, guter Schachzug von mir, das so zu verpacken. Ja, auf jeden Fall 5 Töne Beethoven, die 5. Symphonie machen wir jetzt mit einem Brachial-Keyboard à la Rammstein und einem sehr diffizilen Schlagzeug von Wim de Vries und Fritz Roppel. Viel Spaß. Thank you.
Ja, sehr brachialer Schluss. Ich glaube aber, so muss Beethoven, das ist wirklich meine Überzeugung, so muss Beethoven damals gewirkt haben. Ein Schlag ins Gesicht, in die feine Bonner Gesellschaft. Bonner, sagte ich schon. Das war ein Freudscher Versprecher, den kann man gleich drin lassen. Natürlich in die Wiener Gesellschaft, in die Hofgesellschaft. Es gab ja auch damals nichts. Also kam kein Fernsehen, es gab kein Bonn Live wie jetzt, sondern man unterhielt sich, man leistete sich gute Musiker. Es ist ungefähr so heute wie die Scheichs mit den Yachten. Was hast du denn für eine Yacht? Was habe ich für eine? Damals gab es das mit den Musikern. Die besten Adligen, die höchsten Adligen konnten sich auch die besten Musiker leisten. Insofern stieg Bonn. Ach, ich habe schon wieder Bonn gesagt. Stieg Beethoven jetzt zu größer auf in Wien, weil er halt einmal dieses geniale Klavier bedienen konnte, später natürlich dann auch die Komposition. Aber er hatte auch eine gute Marketingabteilung, nämlich wenn er spielte, hat er immer eigentlich erstmal an der Tür gestanden und geguckt, wer da ist. Und wenn jetzt jemand da war, der ihm nicht gefallen hat, schwupp, war er weg. Also er hat das wirklich zu einem Event gemacht. Es war auch eine Zeit, in der man Adlige auch kritisieren durfte. Das gab es zu Mozart- und Haydn-Zeiten eigentlich noch nicht. Musiker waren Angestellte und mussten durch die Küche gehen. Beethoven ging durch den Haupteingang und wenn es sein muss, auch durch Wände. Insofern war das eine völlig neue Zeit, die ein Beethoven auch erstmal möglich gemacht hat. Einer der ersten selbstständigen Musiker, wo wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Jetzt haben wir einen, ja, ich habe versucht, so eine Gratwanderung zwischen dieser Power und dieser Kraft von Beethoven zu machen, aber auch diese große Lyrik, die ja auch Beethoven genauso auszeichnet. Das heißt, je brachialer man in dem ersten Thema vorgeht, desto schöner wirkt dann das süße, zarte Liebesthema. Gibt es übrigens auch bei allen großen Komponisten diese Entgegenstellungen oder Gegenüberstellungen. Wie wir Beethoven kennen, das Wichtige ist, glaube ich, seine Taubheit, wie er damit umgegangen ist. Wenn Beethoven nicht taub geworden wäre, würde wahrscheinlich, wäre mit Kutschen durch Europa gereist als großer Klavierinterpret. Dadurch, dass er diese Taubheit bekommen hat, ich habe hier auch einen Ton. Es ist ja nicht so, wenn man taub wird, dass man nichts mehr hört, dass man Stille hört, sondern man hört es verzerrt, man hört es anders. Und vor allem, wenn man sich jetzt selber mal die Ohren zuhält, was hört man? Man hört sich selber. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in Beethovens Schaffen, gerade in seiner zweiten Hälfte. Beethoven musste ganz tief in sich hinein hören, um ein wahrer Beethoven zu werden. Also was am Anfang noch so ein bisschen modisch klang, hat er so in der zweiten Lebenshälfte eigentlich komplett abgelegt, weil er es ja auch nicht mehr hören konnte. Und er wurde auch eigener und selbstbewusster. Das heißt, er sagte, das, was ich jetzt spiele und komponiere, das mache ich wirklich aus meinem Innersten, weil ich das so will. Und das ist, glaube ich, das Geniale, was uns heute noch an Beethoven fasziniert. Wir machen jetzt eine Ballade, die Ballade Pathetik. Das ist ungefähr die Zeit, wo Beethoven taub geworden ist und damit zu kämpfen hatte. Und glücklicherweise für uns hat er sich ja mit seinem Schicksal arrangiert. Und ja, da machen wir den zweiten Satz aus der großen Grand Sonate Pathétique, den zweiten Satz.
Das war die wunderschöne Ballade Pathetik, zweiten Teil mit einem Tinnitus-Ton von dem schönen roten Keyboard hier. Jetzt machen wir weiter im Leben von Beethoven. Die Damenwelt wird sich bestimmt schon unglaublich dafür interessieren, wie Beethoven eigentlich ausgesehen haben muss. Ja, hier hinten sehe ich Interesse. Beethoven, das ist ja immer so bei Rockmusikern, ist es ja so, die müssen ja nicht schön aussehen. Man stelle sich so Mick Jagger vor oder Lemmy von Motorhead, das waren ja jetzt keine bildschönen Männer. Beethoven war auch so einer, der war eigentlich, wurde beschrieben so pockennarbig, kleiner Hals und schwarze Augen zurückliegend. Er war pechschwarzes Haar, also war fast schon so irgendwie von einer anderen Nationalität. Vielleicht hat er deswegen auch den Blues so gut spielen können. Auf jeden Fall, ich denke immer, man müsste sich ihn so vorstellen als eine Mischung aus Mick Jagger und Franz Josef Strauß. Das würde es vielleicht treffen, ungefähr. Und ja, aber wenn er so am Klavier gesessen hatte, da war es um die Damenwelt geschehen, weil er hat nämlich da wirklich wie das Animal von Muppet Show oder Jimi Hendrix auf der Gitarre hat auf dem Flügel herumgewütet wie kein Zweiter, wie vielleicht Paganini nach ihm. Und das war natürlich für die Wiener Hofdamen unglaublich, dieses Animalische. Ja, ich brauche es, glaube ich, nicht weiter auszuführen. Kinder schauen mit, deswegen werde ich mich jetzt hier zügeln und zum nächsten Stück übergehen, beziehungsweise auch zum nächsten Thema, Beethoven und Geld. Beethoven war ein Finanzgenie. Also das glaubt man gar nicht, dass so das Gerücht ist ja, dass viele Musiker arm gestorben sind oder arm gelebt haben. Beethoven hatte das eigentlich ziemlich gut im Griff. Er hatte nämlich Förderer. Womit wir zu einem wichtigen Thema in die heutige Zeit kommen, wir brauchen auch Förderer. Bonn Live oder die Kultur in Bonn braucht nämlich auch Förderung. Also ich spiele im Moment auch eigentlich gar nicht, aber ich spreche, glaube ich, für ganz viele Künstler in ganz Deutschland oder NRW. Man kann sich alles aussuchen. Wir sind halt im Moment natürlich wie alle betroffen, aber wir können nicht spielen. Unser Holländer, wie ist es in Holland? Ist auch. Er sagt, er wäre hier, aber er hat vergessen, dass er eigentlich auf einer Leinwand sitzt. Das hat man eigentlich eben so geprobt, aber naja. Ja, Beethoven konnte sehr gut mit Geld umgehen und jetzt werden wahrscheinlich die Kassen auch schon klingeln. Er hatte wirklich ein paar tolle Förderer, Fürst Lichnowsky war einer davon, auch ein paar andere Fürsten. Die haben einfach gesagt, den Beethoven, den müssen wir hier in Wien halten und damit er nicht irgendwo anders hingeht, zahlen wir einfach ein monatliches Gehalt. Ja, das wäre schön, das heute hier zu haben. Vielleicht kommt das ja noch, ein Wunschdenken. Und Beethoven blieb in Wien, ich bleibe noch in Bonn. Liebe Bonner, spendet. Beethoven blieb deswegen in Wien, er brauchte nichts weiter zu machen, als nur zu komponieren. Und zwar also ohne Vorgaben. Und das war auch ein sehr neues Konzept damals. Sonst war man Angestellte des Hofes oder der Kirche. Und hatte sich auch danach zu richten. Beethoven musste sich eigentlich kaum noch nach Leuten richten. Es war natürlich jetzt noch nicht so gut bezahlt, deswegen musste er auch teilweise Sachen doppelt verkaufen oder auch dreifach. Er war da sehr gut drin. Wir machen einfach jetzt die Wut über den verlorenen Groschen. Das konnten wir auch ein paar Meter weiter. Hier ist ja die KfW-Bank. Vor 10 Jahren haben wir das für die KfW-Bank spielen können. Und genau, in die Himmelsrichtung ist es ungefähr. Und das Stück haben wir auch natürlich gespielt. Ich habe gefragt, können wir das jetzt spielen? Vor 10 Jahren, man erinnert sich, haben ganz viele Banken ganz viel Geld verloren, nicht nur einen Groschen. Die Wut über den verlorenen Groschen heißt seitdem bei uns die Wut über den verlorenen Euro. Viel Spaß. Thank you.
Das war die Wut über den verlorenen Euro, eigentlich die Wut über den verlorenen Groschen, aber wir haben daraus den Euro gemacht. Viele Euros gehen gerade den Bach runter, aber wir haben hier einen Hain der Hoffnung geschaffen bei Bonn Live, einen Hain des Zusammenkommens vor den Bildschirmen mit Beethoven. Ja, ich bin ein bisschen in Essen geboren, deswegen verfalle ich manchmal auch in einen Jargon, der ein Kabarettist nicht unähnlich ist, aber das ist rein zufällig und gewollt. Wir machen eine Premiere heute, das ist wirklich, haben wir noch nie gespielt. Ich habe die Kollegen heute Morgen quasi damit überfallen mit einer Note und einem kleinen Pianoskizze. Wir werden nämlich jetzt etwas Unglaubliches machen, das passt jetzt ganz gut. Nach die Wut über den verlorenen Groschen machen wir Haus des Geldes. Ganz Deutschland ist ja jetzt gerade im Serienfieber und ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt. Aber das musikalische Exil hat mich auch und meine Kinder haben mich quasi dazu überredet oder überzeugt, auch mal was anzufangen. Und da ich hoffentlich auch bald wieder in Lateinamerika spielen kann, gucke ich mir die Serie natürlich auf Spanisch an und erkenne auch jede 2 Minuten ein Wort. Cerveza. Ah, kenne ich. Und aber es ist, macht trotzdem Spaß, es auf Spanisch zu sehen. Und die Titelmelodie habe ich jetzt verarbeitet, allerdings nicht 1:1, sondern mit Beethoven verknüpft. Ich habe dann geschaut, es gibt ganz wenig Stücke von Beethoven in H-Moll. Das ist diese Tonart, die auch La Casa de Papel macht. Und mir ist auch eingefallen, auch Led Zeppelin haben ein Stück gemacht, Baby, I'm Gonna Leave You. Und das ist irgendwie, ich war sehr verliebt und das ist bei diesem Stück sehr komisch, damals als 14-, 15-Jähriger. Diese 3 Stücke habe ich also jetzt zusammengefasst zu einem Arrangement und wir haben es, glaube ich, gerade kurz nur die ersten paar Takte angespielt. Also es ist eine absolute Premiere. Das ist ganz dem Jazz, man muss halt das spielen, was man noch nie gespielt hat und das werden wir jetzt machen. Die Premiere für Bonn Live. Haus des Geldes zusammen mit dem Allegretto von Beethoven in H-Moll und Led Zeppelin. Viel Spaß. Thank you.
Ja, das war also die Premiere Led Zeppelin, Baby, I'm Gonna Leave You, Haus des Geldes, Intro-Musik und Allegretto von Beethoven. Das hat doch bestimmt noch niemand gemacht. Einer muss es ja tun. Ja, dann kommen wir jetzt gerade, wo wir dabei sind, zu einer kleinen Eigenkomposition von mir. Wenn man nicht gerade vom Coronavirus befallen wird oder die Gesellschaft, dann kann man ja auch viel reisen. Wir hatten das Glück, schon vor vielen Jahren für die Deutsche Botschaft nach Vietnam reisen zu können. Seitdem sind auch viele schöne Konzerte passiert. Hier für Bonn war ich vorletztes Jahr in Chengdu in China und konnte da mit zwei chinesischen Musikern ein Trio aufbauen. Und damit werden wir auch wahrscheinlich hier in Bonn spielen, vielleicht Ende des Jahres im November. Wird sich zeigen. Also ich denke mal, bin frohen Mutes, dass wir im November wieder normal spielen können. Da kann man das dann auch sehen. Ja, auf jeden Fall, da fing das so ungefähr an, Anfang der 2000er Jahre, dass wir so ein bisschen für die Deutsche Botschaft oder für Botschaften reisen konnten. Das war die erste Reise nach Vietnam. Erste Station war Hanoi. Bevor wir unseren Auftritt hatten, wurden wir eingeladen, die schöne Bucht in Halong zu sehen, eins der großen Weltwunder. Wenn ich mir das so anschaue, sieht es ziemlich ähnlich aus. Also nicht viel besser, aber auch schön. Also wenn man nicht nach Bonn reisen will, dann kann man auch nach Hanoi reisen, wenn Reisen wieder möglich sind. Das war wunderschön. Wir sind früh morgens gestartet. Der Vietnamese steht normalerweise immer zwischen 4 und 5 Uhr auf. Da gehen Jazzmusiker meistens ins Bett und genau das haben wir gemacht. Wir haben nämlich in Hanoi einen Jazzclub entdeckt. Der Besitzer war gleichzeitig, glaube ich, Professor für drei Instrumente, drei Restaurants. Also der musste sich mit vielen Sachen über Wasser halten, war aber hoch erfreut, europäische Jazzmusiker kennenzulernen, hat uns eingeladen, wir haben gejammt, er hat so ein bisschen Saxophon gespielt und wie es dann so will, mussten wir natürlich das ein oder andere Getränk während des Spielens zu uns nehmen. Und wenige Stunden später wurden wir auch schon abgeholt von einem Transferauto, das uns dann auf einer sehr rappligen Straße in die Halong-Bucht führte. Niemand sprach natürlich ein Wort Englisch. Wir sind dann auf so einem Boot gelandet, also ähnlich hier zu vergleichen hier mit den Ausflugsbooten hier am Rhein. Auch die Größe. Und wir hatten aber nur vier Leute dabei. Also wir hatten quasi dieses ganze Boot für uns und tuckerten so ganz gemütlich in der Halong-Bucht herum. Ja, und darüber habe ich natürlich ein Lied geschrieben. Das ist halt nicht Beethoven-basiert wie die anderen Stücke, aber es ist quasi Beethoven spirituell im Geiste with Ludwig van in Halong. Thank you.
Das war der Song with Ludwig van in Hallong mit dem fulminanten Solo von Wim de Vries. Großer Applaus vor dem Bildschirm. Auch damals, als wir es in Vietnam gespielt haben, also der Botschafter sagt uns, ja, seien Sie nicht enttäuscht, die Vietnamesen, die sind sehr zurückhaltend, Asiaten gehen nicht so aus sich raus, wie Sie das vielleicht kennen. Wim de Vries hat das Solo gespielt und sie waren außer Rand und Brand und haben getobt, wie Sie jetzt wahrscheinlich auch vor dem Bildschirm toben werden. Entkorken Sie einen guten Tropfen Alkohol oder auch nicht alkoholische Getränke und trinken Sie auf unseren Schlagzeuger und sein schönes Solo. Holen Sie vor allem jetzt Ihre Kinder aus dem Bett, denn wie damals bei Der große Preis, da durfte ich dann auch aus dem Bett kommen, wo Wum und Wendelin auftraten. Hier haben wir natürlich nur den Wim. Aber jetzt kommt das Stück, auf das Sie natürlich die ganze Zeit gewartet haben. Ich habe es extra aus strategischen Gründen weiter nach hinten gepackt, damit Sie auch möglichst lange bei Bonn Live, bei der Übertragung dabei bleiben. Ein Stück darf natürlich nicht fehlen, das wird sofort im Klavierunterricht gefragt. Und diese zwei Töne, das waren jetzt mehr als zwei, wenn man rechnen kann, aber diese Töne haben auf jeden Fall unglaubliche Bedeutung gehabt. Ich glaube, wenn Beethoven gewusst hätte, was das alles anrichtet. Er hat es, glaube ich, nicht geschrieben. Er hatte aber natürlich auch ein paar Groupies, ein paar Fans. Und man nimmt heutzutage an, dass es wahrscheinlich eine von Brunswick gewesen sein muss, die auch ein schöner Name eigentlich für eine Freundin von Brunswick. Die waren eigentlich in ständigem Kontakt und für die soll es gewidmet worden sein. Allerdings hieß sie nicht Elise, deswegen das Problem, die Beethoven-Forschung lässt noch auf sich warten, aber ich glaube, es war Therese von Brunswick. Es gibt aber auch andere Theorien, also nageln Sie mich jetzt nicht drauf fest, kein Shitstorm. Hier eine von den Geliebten wird es gewesen sein. Das Stück haben wir so zur Verabschiedung des Deutschen Bundestages 1999 gespielt. Das war auch die Taufe unseres Programms, so lange gibt es uns schon. Ja, unglaublich eigentlich. Und da war halt so, die zur Verabschiedung des Bundestages war natürlich auch etwas mit Beethoven geplant. Und da bin ich zu Wim nach Holland gefahren, der gerade im Garten sitzt und durch eine Kamera hier Livestream übertragen wird. Ich hatte schon eine chromatische Umspielung. Also wenn ich diese, wollte ich natürlich wie viele Jazzer einfach die Töne ein wenig mehr umspielen. Böse Zungen würden behaupten, komplizierter machen, aber nein, darum geht es nicht, sondern die Spannung muss man erhöhen, weil damals, vor 250 Jahren, galt ein kleiner Dur-Akkord noch viel spannungsreicher als heutzutage. Und so habe ich diese Töne ein wenig mehr umspielt. Wim hatte die Idee dazu, das Ganze auch gleich in einem noch komplizierteren Takt zu machen. Und die Idee war geboren und der, glaube WDR3-Hit vor den Nachrichten. Wir sind eine ganze Weile gespielt worden und deswegen können wir uns jetzt auch einen Balkon leisten durch die Einnahmen der Tantiemen, wo wir jetzt leben müssen. Bitte spenden Sie jetzt nochmal für Bonn Kultur, weil wir Musiker darben. Wir wurden allerdings hier bei der Firma Bechtle aufs Beste verköstigt, muss ich hier gerade sagen. Also wir haben wieder Essen und Trinken bekommen und sind wohlgenährt und nähern uns fast schon der Schlussschleife und machen jetzt also für Elise, holen Sie Ihre Kinder und haben Sie viel Spaß mit unserer Jazzversion von Für Elise. Thank you.
Ja, für Elise in einer etwas anderen Version. Ich weiß nicht, wie es von der Zeit her, mal die Regie. Regie, hallo, Regie, ja. Drei Rotwein, nein. ja, wir machen eine Zugabe. Und zwar eine Sache darf auch nicht fehlen, die in unserem Programm festen Bestandteil hat. Das ist nämlich die Ode an die Freude. Beethoven hat das ziemlich zum Schluss geschrieben. Er hatte 10 Jahre nicht mehr viel komponiert. Das Interessante ist, dass viele Künstler, also man nehme Jacques Brel, fällt mal ein. Es gibt ganz viele Künstler, die haben, wo gesagt wurde, die können nichts mehr. Elvis, glaube ich, war auch einer. Die haben noch mal richtig durchgestartet, so auch Beethoven. Er galt in Wien schon als etwas wunderlich, wurde auch im Bademantel aufgegriffen. Okay, es gibt andere Leute, die im Bademantel auch auf die Bühne gehen. Aber bei Beethoven musste ein Freund ihn aus der Polizeigewahrsam holen. Also er war schon ein bisschen verschroben. Er war natürlich auch stocketaub und hat sich immer mehr zurückgezogen und immer merkwürdigere Sachen geschrieben. Hören Sie vielleicht mal die letzten Streichquartette an. Die sind sowas von modern, wo wirklich damals gesagt wurde zu Beethoven-Zeiten, jetzt spinnt er wirklich. Das kann er gar nicht ernst meinen. Der ist so taub. Und erst viel später, 50, 100 Jahre später, hat man festgestellt, wie genial diese Sachen sind. Aber jetzt zum Schluss die 9. Symphonie, die Europa-Hymne. Alle Menschen werden Brüder. Und auch hier in der Band ist der lebendige Beweis, dass alle Menschen Brüder werden. Wir haben auch einen Quoten-Holländer dabei. Heute für Sie Wim de Vries aus Arnheim. Ja, Markus, geweldig om hier te zijn weer. Dank je wel, Markus. Ik praat ook een beetje Nederlands. Ja. Ik kan niet verstaan, maar. Ik spreek sowieso geen Deutsch. Dat kan man ook gar niet hören, glaube ich. Ja, aber schön hier zu sein. Dan als nächstes der Fritz Roppel an allen erdenklichen Bässen. Ja, und nochmal die kleine Aufforderung, die Kultur in Bonn zu unterstützen. Wird wahrscheinlich jetzt eingeblendet. Wer uns unterstützen will, kann das auch machen. Marco Schinkel Trio, wir spielen ja eigentlich so gut wie gar nicht. Aber unten wird vielleicht jetzt gleich eine Webseite von uns eingeblendet und da kann man auch eine wunderbare CD oder auch mehrere bestellen. Die würde dann auch handsigniert bei Ihnen per Post ganz geschützt in einem Zellophan-Tütchen ankommen. Also alles geprüft und desinfiziert. Und damit würden Sie uns auch eine kleine Hilfe geben, wenn Sie eine CD kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir beenden unser schönes Live-Konzert hier für Bonn Live bei Bechtle in Pennefeld mit Bonn Pennefeld mit Ode an die Freude.
The best of 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 the best of